Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute im Format 5 Fragen. Heute zu Gast habe ich die Karin Schrag. Sie ist Coach für authentische Führung und wirkungsvolle Kommunikation. Also bleiben Sie dran. Herzlich willkommen, liebe Karin. Hallo, ich freue mich, da zu sein. Ja, vielen Dank. Ja, gerne würde ich dir heute 5 Fragen stellen, die natürlich deiner Meinung entsprechen. Mhm. Wir wissen natürlich, dass jede Person andere Meinungen haben, aber mich interessiert sehr fest deine Meinung. Okay, gerne. Ja, die erste Frage wäre bereits, was dich in deinem Leben inspiriert oder wer dich inspiriert? Ja, ich lasse mich täglich inspirieren von Menschen, von Begebenheiten, von Zeichen, die ich zu erhalten meine. Und in diesem Sinne kann ich dir keine Person nennen, von der ich sage, das ist mein großes Vorbild, da lasse ich mich davon leiten. Nur gibt es durchaus auch Bücher, die mich doch sehr inspiriert haben auf meinem Weg. Und ich muss ja heute schon lachen, weil diese schöne Dekoration mit den Büchern, da lag das oberste Buch da eben oben. Und das ist genau eines meiner Leitbücher. Das ist Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh. Und das ist tatsächlich etwas, was ich sogar als meine Bibel bezeichnen würde, obwohl es kein religiöses Buch ist, obwohl der Buchtitel sich danach anhört. Also es sind spirituelle Inspirationen, spirituelle Bücher, in denen ich immer ein Teil von mir selber wiedererkenne. Wow, auch was für ein Zufall, dass das Buch gleich hier liegt. Ja, ja, das liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war so nicht geplant. Ja. Genau. Ja, da würde mich auch sehr wundern nehmen, was die Zuschauerinnen und Zuschauer, wie aber auch ich, benötigen, um Zufriedenheit zu spüren. Oder was bedeutet überhaupt Zufriedenheit? Das ist ja auch eine interessante Frage. Ich habe auf eurem Kanal unlängst in einer anderen Sendung genau über dieses Wort gesprochen. Denn zufrieden, wie immer brauchen wir nur mal hinzuhören und das Wort genau anzuschauen. Zu-Frieden. Also wenn ich zufrieden bin, dann bin ich im Frieden und ich bin damit auch zum Frieden hin bewegend. Also ich gehe zum Frieden hin. Ich brauche Frieden, ich brauche Stille, ich brauche Ruhe. In meinem Fall brauche ich allerdings auch den Austausch mit anderen. Ich fühle mich dann am zufriedensten, wenn ich interessante, inspirierende Gespräche führen kann. Und ich habe für mich gemerkt, dass ich auch gerne Gesellschaft um mich herum habe. Also nur alleine und nur in der Stille zu sein, macht mich nicht ausschließlich zufrieden. Es braucht auch das Gegenteil, wenn etwas läuft, wenn es wuselt um mich herum. Ich halte mich auch gerne in Städten auf, je nachdem. Also es ist für mich stille Zufriedenheit, Inspiration, Community, wie es so schön heißt heute. All das macht mich zufrieden. Ja. Wow. Also da kann man sagen, dass man besonders den Interessen folgen muss oder sollte, ja, um Zufriedenheit spüren zu können. Ja, also du sagst es genau wunderschön, Zufriedenheit spüren. Also wenn ich spüre, jetzt bin ich in meiner Mitte, jetzt fühle ich mich gut, dann sind wir auf dem richtigen Weg, ja? Das macht uns eben zufrieden. Und genau dieses Fühlen, das ist mir auch so wichtig in meiner Arbeit, dass ich den Menschen auch, dass ich sie ermutige und sage, schalt den Denker mal aus und erlaube dir wieder zu fühlen. Denn dein Gefühl wird dir immer zeigen, wohin der Weg in Richtung Zufriedenheit geht oder wo du dich eben zufrieden fühlst oder womit du dich zufrieden fühlst. Und ich merke, dass wir das heute auch oft verlernt haben, um auf dieses Gefühl zu hören, dass wir Dinge tun, die wir den anderen zuliebe machen, bei denen wir uns aber nicht wirklich in unserer Mitte und wohl fühlen und eben zufrieden fühlen. Und ja, da will ich auch ermutigen, dieses Fühlen und dieses Gefühl eben wieder zuzulassen.
Ja, genau. Ja, da müsste man unbedingt dran ansitzen. Ja. Auch ja. ich nehme mir da gerne mal Zeit, bevor ich etwas unternehme, mhm. um zu schauen, mache ich das jetzt der Person zuliebe mhm. oder mhm. mag ich das auch wirklich? Mhm. Genau, genau. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich das nur der Person zuliebe mache, dann merkt das diese Person schlussendlich auch, Richtig. Dass ich da nicht in meinem ja. Element bin. Ja, genau. Und das hat mit Authentizität zu tun, ganz, ganz stark. Und ich bin überzeugt, ich spüre das eben auch, dass wir in einer Zeit leben, in der genau diese Authentizität gefragt ist, dass das wieder zum Zug kommen darf. Und dass ich mir das auch erlauben darf. Ja, erlauben hat mit Liebe zu tun, rein von der Sprachherkunft her. Also ich darf mir selber etwas zuliebe tun. Ich darf in diesem Sinne auch üben, mal Nein zu sagen und andere zu enttäuschen. Also ihnen zu erlauben, eine Täuschung abzulegen, indem ich auf meine Bedürfnisse achte, indem ich wirklich mich an dem orientiere, was mir selber gut tut. Und das macht zufrieden. Ja. Wow. Wunderschön, wie du das beschreibst und auch die Wörter gleich auseinander nimmst, um die Bedeutung nochmals aufzuzeigen von den Wörtern selbst. Ja. Ja, da würde ich gerne gleich zur nächsten Frage springen. Und zwar möchte ich gerne wissen, wie du so die Balance findest zwischen deiner Arbeit und deiner Freizeit. Hast du da etwas, was du zum Beispiel machst, wenn du nach Hause kommst, um wirklich einen sauberen Schnitt zu machen? Jetzt bin ich zu Hause, jetzt bin ich die Mama. Mhm. Für mich gibt's diese Aufteilung gar nicht mehr. Ja. Ich habe vor etwa 3 Jahren meine Arbeit bewusst so eingerichtet, dass Arbeit und Freizeit ineinander übergehen. Für mich sind diese Grenzen fließend. Und da ich das, was ich tue, ja auch gerne tue, gibt es für mich so etwas wie Work-Life-Balance auch nicht mehr. Ich höre auch hier bedingungslos auf mein Gefühl. Es kommt sehr oft vor, dass ich aufwache am Morgen früh, 6 Uhr, 7 Uhr, und ich habe eine Inspiration bekommen zu einem neuen Blog-Thema beispielsweise. Dann stehe ich auf und eine Stunde später ist dieser Artikel geschrieben. Dafür mache ich dann einen halben Tag lang nichts, bis die neue Idee kommt, bis ich mich danach fühle, etwas Neues zu machen, was ich für mein Geschäft tue. Also ich fließe durch den Tag. Ich lasse mich da komplett leiten. Und ja, deshalb, ich brauche Work-Life-Balance nicht mehr. Ich brauche mir nicht mehr zu überlegen, was tue ich jetzt, wenn ich nach Hause komme, weil ich mir erlaube, immer das zu tun, wonach ich mich fühle. Wow, wunderschön, wenn man das so sagen kann. Ich ja. brauche das nicht mehr. Ja. Die Arbeit gehört auch zu meinem Leben. Ja, ja, wunderschön. Genau. Und das kommt auch wirklich so authentisch rüber von dir, dass ja. du wirklich für deine Arbeit auch lebst, wiederum auch genau. für deine Kinder da extrem großes Herz hast. Ja, genau, ja. genau. Schön, dass du das so spürst. Und eben auch hier geht's drum, dass ich mir erlaube, wirklich zu hören, was mache ich denn gerne? Und ich kenne doch so viele, die in einer Arbeit wie gefangen sind, in der sie eben genau das machen, was du vorhin gefragt hast, wo sie morgens um 7, 8 ins Büro gehen, 8 Stunden später wieder nach Hause kommen, völlig erschöpft sind. Ja, ich finde das schade. Ja, und doch braucht es auch diesen Aspekt. Ich habe auch lange Jahre so gearbeitet, um dann zu merken, ich muss das gar nicht mehr tun. Ich darf mir erlauben, einen anderen Weg zu gehen. Und auch hier hoffe ich, den einen oder die andere zu ermutigen, sich zu überlegen oder nicht zu überlegen, sich durch den Kopf gehen zu lassen, was mache ich wirklich, wirklich gerne? Und dann diesen Mut zu haben, dieser Stimme zu folgen und das dann auch wirklich zu tun. Ja. Wow, was für ein schönes Appell. Ja, dann würde ich gleich mal zur Frage Nummer 4 kommen. Mhm. Und zwar möchte ich gerne wissen, was dir in deinem Leben am wichtigsten ist oder besonders wichtig. Ja, besonders wichtig ist mir mein Freiraum. Die Familie ist mir auch sehr, sehr wichtig. Ich spüre, dass ich zwischen beiden eine Balance brauche, ja, dass auch das, was ich geschäftlich tue, ist mir sehr wichtig. Ich kann
Familie und meine geschäftlichen Tätigkeiten am meisten genießen, wenn ich dazwischen immer Freiraum für mich selber habe. Heute heißt mein Unternehmen übrigens Worte wirken Wunder. Begonnen habe ich mit einem anderen Namen meines Unternehmens. Ich habe mein Unternehmen Freiräumen getauft und habe ursprünglich damit begonnen, Aufräumcoaching anzubieten. Also mit Menschen oder Menschen dabei zu begleiten, dass sie sich auch mehr Freiraum verschaffen können. Und das zeigt schon, wie wichtig mir dieser Freiraum auch ist, diesen Raum für mich selber zu haben, sowohl energetisch als auch im räumlichen Sinne. Also, dass ich irgendwo ein Zimmer habe, wo ich mich zurückziehen kann. Freiraum auch im Sinn von Freiheit, dass ich mir die Freiheit eben nicht nehmen kann, sondern sie einfach habe, immer das zu tun, was ich gern tun will, wonach ich mich fühle, was sich gut anfühlt. Freiraum ist mir sehr wichtig. Wow. Also ich merke auch, ich habe auch eine sehr, sehr lange Zeit gebraucht, um zu merken, dass ich den Freiraum nicht nehmen muss, sondern ich dieses Ziel erreichen soll, dass es wirklich, dass ich den schon habe und egal was ich mache, mich so wohl und auch frei fühle. Genau. Das ist wirklich ein extrem schönes Gefühl, wenn man das so erreicht hat. Ja, ganz genau. Und ich bin überzeugt davon, dass es jeder und jede von uns machen kann, machen darf. Dass es nur ein Entscheid ist letztlich, sich in dieser Freiheit zu bewegen, eben auch in dieser Freiheit zu schaffen. Ich sage bewusst nicht arbeiten, ich sage schaffen, weil schaffen hat was mit kreieren zu tun, ja, die Schöpfung, schaffen, kreieren. Wenn ich das Gefühl habe, ich kreiere etwas, ich kreiere Freude bei den anderen, beispielsweise, dann bin ich auf einem guten Weg mit meinem Schaffen. Und ich darf es mir herausnehmen, so zu leben. Ja, genau. Das ist auch Freiheit. Das ist auch Freiraum. Mega. Ich bin jetzt schon total auf Fan von dir. Schön. Ja, jetzt haben wir noch ein paar Minuten Sendezeit übrig. Und da würde ich dir gerne die Möglichkeit geben, noch einen Appell an die Zuschauerinnen und Zuschauer zu richten. Vielleicht hast du noch irgendetwas, was dir auf dem Herzen liegt oder als wichtig empfindest, das noch ihnen auf den Weg zu geben. Ja, wie schön. Ja, heute im Laufe des Tages ist schon oft das Stichwort Fühlen aufgetaucht. Ich glaube, dass diese herausfordernde Zeit, die wir im Moment erleben, eine riesengroße Chance ist. Nämlich, dass wir wieder lernen zu fühlen, dass wir wieder lernen zu spüren, was tut mir gut, was ist wahr, was fühle ich, weil unser Körper sagt uns alles, unser Gefühl sagt uns alles und dass wir den Mut haben, unseren eigenen Weg zu gehen und immer weniger darauf zu achten, was von uns im Außen gefordert wird. Und stattdessen das Augenmerk darauf zu legen, was ich als Wahrheit spüre. Und dann auch bedingungslos diesem Weg folgen darf. Also für mich ist es so, dass unsere Welt gerade anders aussehen würde oder eine bessere wäre, wenn wir dieses Fühlen noch mehr im Blut hätten. Und wenn ich das sage, dann heißt es aber auch, das ist jetzt die große Chance, wieder in diese Richtung zu kommen. Und ja, fühlt, spürt, lasst es zu, dass ihr dass ihr eurem Gefühl folgt, dass ihr das Bauchgefühl widersprechen lasst, ihr eurer Intuition widersprechen lasst. Und ja, dann glaube ich, dann sind wir auch selbstsicherer, selbstbestimmter und haben einen Kompass in unserem Leben, wo wir genau immer wissen, wo es durchgeht. Wow, vielen herzlichen Dank für dieses so wertvolle Schlusswort und auch für deine Zeit, diese 5 Fragen zu beantworten. Ja, sehr, sehr gerne. Ich danke dir, dass ich die Gelegenheit hatte, die 5 Fragen so in dieser Art und Weise zu beantworten. Sehr gerne.
Danke. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war Karin Schrag. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Zeit und auf Wiedersehen miteinander.